Plus 3 Feuerrate, plus 2 Schaden, her damit. Feuerrate. Alter, die sind aber auch ganz schön teuer. Schauen, Schaden. Ah ne, genau, Platinen. Ich verkaufe gerade auch also ziemlich alle Platinen. Achso. Okay, da habe ich Clip und Schaden drauf. Gucken wir doch mal Schaden. Neue Platine erstellen. Plus 2 Schaden, plus 2 Clip. Den habe ich ja drauf. Ja, der Clip beim Raketenwerfer ist ja an sich scheißegal. Lieber mehr Feuerrate drauf, ne? Geilo. Alter, das bringt viel. Dann noch ein bisschen mehr Schaden. Oh, ich hätte das vorher mal lassen sollen. Da war noch Clip und Nachladen drauf. Ah. Alter, wie das einfach keinen Schaden hinzufügt da. Wie frech. Mache ich das lieber so, lieber vollen Schaden. Geilo! Das gefällt mir doch gut. Mal schauen. Da habe ich nach wie vor 5. Jawohl, 10 Schuss jetzt im Plasma-Cutter und bei der anderen habe ich auch noch mehr. 7 und 2. Geil, ich kann jetzt 2 Raketen abfeuern. Meintest du nicht, mit dem Raketenwerfer kann man nur maximal einen? Mhm. Ich kann jetzt 2. Raketen abfeuern. Ja, weil du jetzt ein höheres Clip-Upgrade hast. Vorher ging das nicht. Was? Wie? Nee, 2 habe ich auch schon. Ich dachte, das 3. Nee, 2. Sehr gut, sehr gut. So, dadurch jetzt. Das ist sehr gut mit 2 Raketen. Ich kann irgendwie... Was haben wir denn hier? Ein Textblock. Oh, ich habe keinen Wolfram mehr. Deshalb kann ich die nicht mehr bauen. Ja. Ich habe auch alles. Ja, eines kostet fast 90 Wolfram, also so... Ja, hab schon gesehen. Billig sind die nun nicht. Oh, die sind ehrlich nicht billig. Ich hätte die mal nicht alle zerstören sollen, bevor ich sie nicht ersetzen konnte. Ja. Was haben wir denn hier Feines? Nichts. Gut. Brauchst du noch einen Augenblick da, oder? Ja, ganz kurz noch. Ja, dann unterbreche ich so lange, bin kurz pinkeln. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Oh Gott, mein Bein, Junge. Oh. Das ist eine interessante Information. Ach. Ja, Kavel. Ich muss gerade ordentlich kratzen, deswegen hänge ich etwas zurück. Sektor N7. Noch nicht schlecht. Das ist der Nytiria 7 Sektor. Okay, oh. Eine Störung. Oh, wer ist das denn? Oh, was? Er ist das Endstadium der Kreaturen, oder könnte es werden. Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam.
Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Ich wette, Sie können, Komm, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie ja, er steht direkt hier daneben. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Okay, also müssen wir das Ding zurückholen. Und was sollst du da jetzt machen? Blickst da irgendwie durch? Irgendeinen Sound abspielen. Guck mal, ob du irgendwas hier drin findest. Oder sei mal ganz leise. Ich find, hier gibt's eine Videonachricht und das war auch schon alles. Munition. Ah, ich bin super. Geil. Okay, wie auch immer du das gemacht hast. Pures Glück. Lass uns mal hier raus, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Habe ich damit jetzt die Tür geöffnet oder was? Ja. Achso, ich dachte, du warst schon offen. Nee. Na, was wartet da jetzt auf uns? Alter. Wie awesome. Naja, der Mond vorhin, ne? Das, ah? Der wurde zusammengebaut aus den ganzen Necromorphs. Das meine ich mit Konvergenz. Ah. So sind die Monde nämlich entstanden. Der Marker ist ja hochgeflogen, hat die ganzen Leichen angezogen und dann war auf einmal boom der Mond da. Okay. Das muss das Zentrum sein. Deswegen. Und das muss die Maschine sein. Fette Sache, ey. Wenn man an die Arbeit passt. Mhm. Ja. An die Arbeit. Auf einen Fuß. Wahnsinnig interessant. Sprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja. Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Bei dir wird das Rauschen gerade voll laut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Also ich höre das selbst hier fast gar nicht. Okay. Irgendwie rauscht es gerade voll. Oder gehört das irgendwie? Rauscht es bei dir auch? Ich will gar nicht. Vorhin ganz wenig, aber jetzt nicht mehr. Ach, das kommt aus dem Ding selbst hier. Okay, macht Sinn. Das ist meine Waffe irgendwie. Die spackt also, ein bisschen rum. Also wenn du das riechen könntest, ne? Was denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Ich will's nicht riechen. Sie müssen damit aufhören. Will ich ja riechen, bis nach der Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Ja. Danik, wissen Sie von dem Ach, hier müssen wir lang, okay. Wissen Sie, was er ist? Ich würde sogar darauf wetten, dass es hier zwei Optionen gibt. Entweder wir frieren den Mond ein oder wir zerstören ihn. Wenn wir ihn einfrieren, Teil 4. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten... Oh, ich sehe da was. Danik, ach, verdammt, das wollte ich mir gerade klauen. Danik, hören Sie mich! Arschloch! Ehrlich mal, Arschloch. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ist da noch irgendwas? Wo lang müssen wir da lang? So. Scheint langsam echt aufs Ende zuzugehen. Mhm. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende. Da kommt noch was auf jeden Keine Fall. Keine Ahnung wieso, aber das erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Alien und Mars Effect. Okay, oh. Oh, da waren wir laufen. Bin schon weg.
Krass, nicht das schlecht. Alter, das sieht hier echt fett aus, muss ich sagen. Mhm. Kennst du noch Unreal Tournament? Ja, klar kenne ich das. Irgendwie sieht das ein bisschen danach aus. Ja, durchaus. Oh, hier ist eine Schrotflinte mit einer Schussgeschwindigkeit von voll und einer Magazin von 13. Normalerweise hat die ja noch 5 oder so. Ja, die haben nicht so viel. Bam! Hast du Bock danach noch den Hardcore-Modus anzufangen? Können wir danach machen, ja. Ich hab irgendwie Bock, die ganze Zeit mit einer Harpune durch die Gegend zu rennen. Ich werde eine Harpune mit einer Harpune kombinieren. Oh, fuck! Ich lern's nie. Nee, ne? Ja, beim ersten Mal habe ich mich erst gewundert, warum zählt denn das da runter? Oh, Klärgrube. Ja, wir brauchen noch so ein Ding. Okay. Lass hören. Und ein Earthgorf, denkst du? Nee, ein Marker. Also geil. Was ist das denn? Noch so. Das Arsch. So. Komm, wir spielen Catchen. Du wirfst es mir zu und ich steck's ran. Ja, und das fliegt dann irgendwo hin. Ja, egal, dann wird sie eben wieder umzubringen. Das war super. Alter, wie ich mich erschrocken hab. Alter. Ich bin grad gefallen oder gelaufen? Wir sind gerade gefallen, die Brücke ist explodiert. Jawohl, Kava! Jetzt kann ich nicht mehr spielen, weil ich sterbe. Ja. Scheiße! Hast gehört, du bist schwer. Und wir sind beide tot. Verdammte Ketzer, ja. Genau. Läutert ihn. Alter, die Aliens hier. Da ist ein Marker. Nicht nur einer, hier sind überall welche. Stimmt. Und die beten hier. Die Aliens hier an der Seite. Guck mal. Sieht aus, als ob die hier in so einer Beten. Bisschen, ja. Oder die sind einfach nur hops gegangen. Was Marker ist das? Marker schießt wie Pilze aus dem Ehrlich Boden. Mal, was ist das hier? Warte, was wo? Hier, das ist einfach nur schwarz. Ein schwarzes Loch. Wenn du darauf leuchtest, bleibt es schwarz. Ja, okay, drauf schießen. Du kannst drauf schießen, aber es ist einfach eine. Ja. Was? Entropie? Alter, wie schnell ich mit dem Dings jetzt schießen kann, mit dem Plasma-Cutter, ne? Wow, ich bin fast tot. Gucke mal hier, der Henker so zur Hälfte drin. Oh, da kommt ein großer. Alter, der Plasma-Cutter geht so ab, ne? Plasma-Cutter? Ja, musst du mal sehen, wie schnell ich damit schießen kann. Hier, Moment. Wow! Wirst du dann erst mit diesem Bolzenschussgerät? Das hat schon eine extrem hohe Schussfrequenz. Ja! Alter! Andere Seite. Ja, okay. Guck da schon mal nach, ich hack das hier in der Zwischenzeit. Nö, ich war schon da oben, aber ich wollte nicht weitergehen, weil. Achso. Ja, komm, hack mal zu. So, was muss ich ja nützen. Oh, cool, Nebenquest! Und rein da. Nebenquest. Ja, hier müssen wir rein. Also, nee. Quest. Aber nicht für die. Oh, doch auch. Auch dafür, okay. Ich glaube, musst du durch, zack, zu. Mhm. Alter, das verbraucht, glaube ich, etwas mehr Muni. Ich brauche nochmal ganz kurz hier. Ja, hier gibt's eine Bank. Das ist sehr gut. Das sehr gut. Das sehr gut. Bunny-Slap. Ich brauche Munition ohne Ende jetzt mit dem neuen Plasma-Cutter. So schnell, wie ich damit ballern kann. Erstmal wird das hier aufgelöst, das brauche ich nicht mehr. So, das kann in die Bank, das kann auch weg. Dann nehme ich davon mal noch ein paar mit und ich produziere noch ein paar. Also mein Flammenwerfer kann erstmal nicht. Alter, ich habe 18.000 Altmetall. Ja, ich brauche einiges. So, bis auf 15.000 gehe ich noch runter hier. Das ist doch eine schöne Zahl. Oh, mein Inventar ist ein bisschen voll. 100 Schuss reichen, denke ich mal, ne? Den Rest lagere ich mal noch.